Vielleicht geht es euch auch so wie mir. Ich habe nicht nur Freunde in Wiesbaden, sondern auch in vielen anderen Städten. Frankfurt, Berlin, Hamburg, Bremen, Freiburg. Und dort fährt man wie selbstverständlich auf einem schienengebundenen Nahverkehrsmittel, auch in der Stadt. Und keiner von denen will das missen. Die können nicht verstehen, warum wir uns hier seit 20 Jahren darum zoffen, ob das eine sinnvolle Möglichkeit wäre, etwas hier zu installieren oder nicht. Die wollen das auch nicht wieder abgeben. Wir als Kulturschaffende, für uns spielen Stadt- und Landesgrenzen eine eher untergeordnete Rolle, weil unser Publikum natürlich aus ganz Deutschland kommt, aus den angrenzenden Bundesländern auch. Und deshalb denken wir natürlich den Rheingau-Taunus-Kreis, Taunusstein und Bad Schwalbach und auch Mainz mit. Die Citybahn bringt Taunusstein und Bad Schwalbach in noch nie gekannter Weise an Wiesbaden und Mainz heran. Wenn die Kulturschaffenden das wie wir machen, der Schlachthof, der seine Tickets mit einem ÖPNV-Beitrag versieht, dann können die sogar kostenlos hierher fahren. Das heißt, sie können ja... Aber Kultur ist nicht nur Unterhaltung. Kultur ist auch immer Widerstand und will Prozesse begleiten. Kultur ist ein Diskurs. Die Menschen gehen ja nicht nur weg, um zu feiern, sondern die nehmen Kultur ja auch wahr. Und in diesem Diskurs hat Kultur schon immer auch Veränderungsprozesse begleitet. Und die Citybahn hat das Potenzial und die Chance, gesellschaftspolitisch und kulturpolitisch dieses ganze Region mit über 500.000 Menschen zu verändern, vielleicht wie noch nie das zuvor war. In Wiesbaden entstehen freie Plätze, wo Begegnungen stattfinden. Aber eben auch das Zusammenwachsen dieser drei Kreise und die Möglichkeit, dass alle Mitglieder aller Kommunen die jeweiligen Kultur- und Freizeitangebote in den jeweiligen Kommunen besuchen werden, was sie vielleicht jetzt gar nicht tun. Wir haben vorhin gehört, es sind mehrere tausend Freizeitfahrten, die wahrgenommen werden. Ich finde das großartig. Wir wollen das begleiten und deshalb ist der Schlachthof auch für dieses Projekt.